Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich bin Beate Tran und das ist mein Kollege. Hallo zusammen, ich bin der Dominik. Wir beide sind Tanzlehrer in der Tanzerlebniswelt Tanzschule Metzger in Kaiserslautern und heute tanzen wir gemeinsam Disco Fox. Wir fangen ganz entspannt an mit der Tanzhaltung und dem Grundschritt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Der Dominik und ich, wir geben euch jetzt einen kleinen Vorgeschmack und tanzen das Ganze auf Musik. Damit wir paarweise zusammen tanzen können, sortieren wir uns in die Tanzhaltung. Dafür stellen wir uns einmal gegenüber. Unsere Schultern und unser Becken sind parallel. Und jetzt schauen wir mal auf unsere Füße. Und zwar schauen unsere rechten Fußspitzen immer zwischen die unseres Partners. Und die linken Fußspitzen, die gucken außen vorbei. Und weil ich gerne in Bildern denke, stelle ich mir hier eine vierspurige Autobahn vor. Und jedes Auto hat seine eigene Spur. Dann kann der Dominik mich super in seinen rechten Arm umarmen. Wir drehen uns einmal um, dann seht ihr das Ganze besser. Das heißt, seine rechte Hand liegt auf meinem linken Schulterblatt auf, und zwar flach, und die Finger, die sind ganz schick geschlossen. Mein Arm folgt seiner Linie und meine linke Hand, die liegt von vorne auf seiner Schulter auf. So, jetzt drehen wir uns nochmal. Und unsere freien Hände, die fassen wir und unsere Daumen kreuzen sich. Wir stellen uns eine Linie vor, und zwar sind unsere Ellenbogen auf einer Linie. Wir stehen nicht irgendwie, wie man so schön in der Pfalz sagt, schepp da, sondern schön gerade. Und unsere gefassten Hände, die treffen sich auf einer gedachten Mittellinie. Jetzt geht es darum, wo ich hingucke. Ich gucke sehr gerne am rechten Ohrläppchen vom Dominik vorbei und er auch genauso an meinem. Und dann kann das Ganze schon losgehen, würde ich sagen. Dann kommen wir direkt zum Grundschritt. Dafür lösen wir uns einmal aus der Tanzhaltung und die Herren sortieren ihren linken Fuß und ich auf der Damenseite den rechten Fuß. Der Rhythmus ist 1, 2, Tap. Aber was ist überhaupt ein Tap? Ein Tap ist ein unbelastetes Aufsetzen des Fußes. Ich habe die Füße schon sortiert und jetzt können wir mal einfach tappen. Ich stelle mir immer vor, wie ich gerade einen Fahrradreifen aufpumpe und das funktioniert eben ganz ohne Gewicht. So, und wenn wir den Rhythmus vertanzen möchten, 1, 2, Tap, machen wir zwei Schritte am Platz. Der Dominik beginnt mit dem linken Fuß und ich mit dem rechten Fuß. 1, 2, Tap, 1, 2, Tap, 1, 2, Tap. Vielleicht finden wir auch zueinander. Ich bin gespannt. Sehr gut. Und er umarmt mich in die Tanzhaltung. Wir tanzen 1, 2, Tap, 1, 2, Tap, 1, 2, Tap. Sehr gut. Der Dominik kann auch aus dieser Position auch mal in den Vorwärtsgang starten. Das heißt, mit dem linken Fuß startet er vor, vor, Tipp und rück, rück, Tipp. Das heißt, wir können super zwischen Vorwärtsgang und Rückwärtsgang wechseln. 1, 2, Tipp, 1, 2, Tipp, 1, 2, Tipp. Wie passt das Ganze aneinander? Wir stellen uns ja mit dem Disco Fox vor, dass wir auf einer vollen Tanzfläche stehen. Denn der Disco Fox ist der Tanz für alle Gelegenheiten, auch auf einer engen Tanzfläche. Das heißt, wenn wir Platz haben, kann er gerne in den Vorwärtsgang und auch wieder in den Rückwärtsgang. Und dann sieht er aber, oh, hinter uns ist ein Paar, wir tanzen jetzt am Platz. Und das Ganze kann sich auch super drehen in die eine Richtung oder auch in die andere Richtung. Und ich glaube, jetzt sind wir bereit, das Ganze mit Musik zu tanzen. Grundschritt und Tanzhaltung können wir abhaken. Heute zeigen wir euch den Wiegegrundschritt, das Damensolo nach rechts und ein Swing-In direkt hinten dran und auch ein Herrensolo nach links. Und damit ihr wisst, von was ich hier überhaupt rede, zeigen wir es euch mit Musik. Thank you.
jetzt mit dem Wiegegrundschritt an. Ihr kennt ja schon den Grundschritt am Platz, den zeigen wir euch nochmal. 1, 2, Tipp. 1, 2, Tipp. Den variieren wir jetzt ein bisschen, indem der Herr mit seiner kompletten linken Seite mich auf der Damenseite umrundet, damit wir besser drehen können. Er führt mich dabei zwischen seine Füße. 1, 2, Tipp. 1, 2, Tipp. 1, 2, Tipp. Also ihr seht, dass unsere Tanzhaltung auch atmet. Das heißt, wir kommen uns hier ein bisschen näher und entfernen uns auch wieder. Komm und geh. Komm und geh. 1, 2, Tipp. 1, 2, Tipp. Perfekt. Wiegegrundschritt können wir. Jetzt kommen wir zum Damensolo nach rechts. Damensolo heißt, ich auf der Damenseite darf glänzen und gut aussehen. Wie funktioniert ein Damensolo überhaupt? Er hebt die gefassten Hände. Unabhängig jetzt von den Schritten im Disco Fox zeige ich das euch. Er hebt die gefassten Hände, was für mich aber noch kein Zeichen ist, darunter durchzutanzen. Denn erst wenn er mir mit seiner rechten Hand einen sanften, ich betone, sanften Impuls gibt, dann kann ich drehen, drunter durch, bis ich ihn wiedersehe. Eine Bremse für mich ist, dass ich nicht weiter drehen soll, ist, dass er die Hände wieder runternimmt. Wenn wir das mit dem Grundschritt verbinden, zeigen wir euch, sieht das Ganze so aus. Wir tanzen den Wiegegrundschritt. 1, 2, Tipp. Und jetzt kommt das Damensolo. 1, 2, Tipp. Hier seht ihr, er hält mich an der kurzen Leine, sonst wird es ein Ziehen und Zerren. Ja, darauf warst du nicht gefasst. Ein Ziehen und Zerren. Deswegen hat er hier eine eigene Spannung und ich merke dann schon in den Fingerspitzen bis dahin und nicht weiter. Mit den Fingerspitzen kann er mir jetzt auch zu verstehen geben, komm in den Vorwärtsgang und zu mir zurück in die Tanzhaltung. 1, 2, Tipp. Wir zeigen euch das Ganze nochmal. Und los geht's. Wiegegrundschritt. 1, 2, Tipp. 1, 2, Tipp. Und am Tap, beim Tap, hat er die Hände gehoben. Jetzt kann es weitergehen ins Damensolo. 1, 2, Tipp. Und zurück in die Tanzhaltung, das Swing-In. Und dann können wir das Damensolo auch schon abhaken. Mit dem Herrensolo nach links dürfen sich die Herren jetzt mal in Szene setzen. Dafür starten wir aus der Gegenüberstellung und wir laufen erstmal ganz entspannt den Weg ab. Der Herr öffnet sich ein Tor, indem er die gefassten Hände nach oben nimmt. Hier das Tor. Und dann wechseln wir die Plätze. Er läuft durch sein Tor und ich laufe hinter ihm vorbei. Als kleine Orientierungshilfe. Er versucht mich immer im Blick zu haben. Und wenn wir hier jetzt aufeinander zutanzen, kann er über seine linke Schulter schauen. Und dann sieht er mich wieder. Mit den Füßen zusammen sieht es dann so aus. 1, 2, Tap. 1, 2, Tap. 1, 2, Tap. Und jetzt tanzen wir das Ganze mit Musik. Viel Spaß! Weiter geht's. Wir kommen zu unserer schicken Wickelfigur und starten dafür aus der Tanzhaltung. Aus der Tanzhaltung schickt der Dominik mich in ein Damensolo nach rechts. Los geht's. Und 1, 2, Tap. Er reicht mir seine rechte Hand von unten und ich lege meine linke Hand vertrauensvoll rein. Jetzt führt er mich an seine rechte Seite in einen Damenschal. Das heißt, er führt mich hier in den Vorwärtsgang und dann drehe ich unter seinem rechten Arm an seine rechte Seite. Nachdem ich jetzt diesen schicken Schal anhabe, öffnet mir er das Tor zur Prinzessinnenwelt. Da tanze ich drunter durch. 1, 2, Tipp. Und wenn wir das nochmal machen ohne Hände, nur mal auf meine Füße schauen, seht ihr nämlich, dass ich nichts anderes getanzt habe als ein Damensolo nach rechts. Zeigen wir nochmal. Und 1, 2, Tap. Und ihr seht, unsere Hände sind über Kreuz und das ist auch richtig so. Wie lösen wir diesen Hexenknoten wieder auf, indem der Dominik ein Herrensolo nach links tanzt unter beiden Händen? Und los geht's. 1, 2, Tipp und Magic, der Knoten ist aufgelöst. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Alles mit Musik.
Frau Tanzschule Metzger hoffen, dass ihr ganz viel Spaß mit unseren Videos hattet. Und wir möchten euch jetzt auch zeigen, was man bei uns oder unseren Kollegen alles noch so lernen kann.